Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Visage. Ja, wir waren dabei gewesen, dass wir unsere kleine Lucy hier gerettet haben. Naja, eigentlich gerettet nicht, aber wir haben zumindest verstanden, was passiert ist. Und ja, jetzt ist lange nichts mehr zu dem Spiel gekommen. Das hat mehrere Gründe gehabt, aber der wichtigste Grund ist folgender gewesen. Ich habe mich hier schon mal damit befasst gehabt und hatte festgestellt, naja, irgendwie komme ich nicht so richtig weiter und bin völlig in die Irre gelaufen. Hab dann kurz geschaut und ja, hatte mich dann entschieden gehabt, ah okay, ich lasse es mal ein bisschen Zeit vergehen, damit ich auch wieder Bock drauf habe, weil es mich so genervt hat. De facto haben wir nach wie vor dasselbe Problem, die Steuerung ist immer noch so toll wie eh und je. Ne? Mal sehen, ob ich es noch kann. Right. So. Alles cool. So. Jetzt haben wir links Futterapparat, rechts Feuerzeug. Das ist doch schon mal Anfang. So, wie gesagt, ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich daran, was los war. Nur, dass ich nicht weit gekommen bin. Einen Schlüssel mit einem kleinen Spiegel, um hier weiterzukommen. Okay. Auch hier ist es Gott sei Dank nicht dunkel. Jo. Ah, das ist immer dieses Phänomen ja hier bei dem Spiel. Egal wie dunkel es ist, es geht noch dunkler. So, da haben wir erstmal das Licht an. Ja, unsere Ausrüstung hatten wir uns genommen. Konnten wir irgendwie rennen? Man konnte irgendwie rennen, bin mir sicher. Oh, was haben wir hier Schönes? Du hast eine Notiz gefunden. Looking for the garage key. It's probably in your... Das kann ich lesen. Huch. Ich wollte das doch gerne lesen. Zack. Irgendwie das Menü hier mal. Da, okay. Wichtigen Gegenstand untersuchen. Kann ich nicht irgendwie ranzoomen? Ach so. Ha, wir haben sogar auf Deutsch. Nun, der ist vermutlich wieder eine Tasche deiner Jeans, die du in die Wäsche geschmissen hast, wie immer. Du kannst ja später, danke Schatz. Okay. Wir müssen Wäsche suchen. Wenn ich mich nicht ganz täusche. So, nicht weiter untersuchen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, gab es hier ja eine Art Wäschekorb. Hier liegt noch ein paar Schuhe rum. Der aber unten im Keller war. So, jetzt muss ich überlegen, kann man hier runter am besten in den Keller? Weiß es nicht mehr ganz. Nur hier ist das Radio, was immer spinnt. Naja, das. So kenne ich den Keller. Dunkel wie eh und je. Genau, hier ist die Küche, da ist das Wohnzimmer. Wo schon wieder das Licht mal aus ist. Gab es nicht mal einen Lichtschalter irgendwo? Visage, die Suche im absoluten Dunkeln. Da. Hm? Ich höre das Feuerzeug in der Aufnahme, okay. Das ganze Haus läuft nur auf Sparlampen. So, wir sind auf dem Weg nach unten. Wieder mal in absoluter Dunkelheit. Hier wäre eine Kerze toll. Wie oft ich hier lang schon lange gelatscht bin, mir Helligkeit gewünscht hätte. Ja, wir wären natürlich wahnsinnig. Vermeid es lang dunkel zu bleiben. Es ist nicht so, dass ihr uns eine Wahl lasst. So. Ich bin im Hellen. Zack, da ist ein Licht. Alles an Licht hier an. So, trotzdem, ich wollte ja rausfinden, wie man rennt. Das ist kauern. Kein Mensch, muss man kurz testen. Bin ich so schneller? Kein Mensch, muss man kurz in die Steuerung rein. So, gehen, rennen. Das ist wirklich Rennen gewesen. Krass. Okay. So,
jetzt ist nur die Frage der Fragen. Wo war denn diese blöde Wäschekammer? Ja, ich merke schon. Ich bin wieder im Dunkeln, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Verschlossen, du brauchst den Kellerschlüssel. Was? Ich habe nicht mal einen Kellerschlüssel mehr. Wo sind meine ganzen Sachen, die ich alle hatte? Das ist jetzt nicht so viel bei dem Spiel, aber trotzdem. Interagieren wir mit. In der Early Access Variante steht das noch nicht zur Verfügung. Okay. Hier schwebt ein Feuerzeug. Ein willkommener Bug. Okay. Die Kerze muss ich mir mal merken, wirklich. Wenn ich schon wieder an diesen Kellerstelle vorbeikomme. Hier war das aber alles nicht, oder? Hier ist auch so dunkel. Wo ist eigentlich ein Licht alles, ne? War nicht aber auch irgendwo so ein Raum, wo es hieß, liegen all meine wichtigen Gegenstände rum? Gibt noch keinen Schlüssel oder keinen Hinweis dazu zumindest. Du brauchst Schlüssel zum Stromraum. Jo. So. Ja. Das ist der neue Fernseher, nicht die Lampe. Wisst ihr was? Wir sind hier auch ziemlich oft. Ich mache hier mal sicherheitshalber die Kerze an. Ich möchte damit gerne interagieren. Okay. Wie ging das? Rechts lagern, aufnehmen. Ja. Hä? Rechts aufheben? Nee, stell dich doch mal bitte da ab. Ist das wirklich so gedacht? Halten, nur suchen, fallen lassen, Hand wechseln, verwenden. Achso, RW. Okay, jetzt steht sie. Ist immer schön, wenn man vergisst, wie toll die Steuerung ist. So. Nein. Ja. Stimmt, das Gruseligste an dem Spiel war immer noch die Steuerung. So. Die wieder dahin. Sehr gut. Jetzt bin ich aber nach wie vor auf der Suche. Hier ist noch ein Feuerzeug. Sowieso das beste Item im ganzen Spiel meines Erachtens. So, aber es gab hier doch auch so einen Raum mit irgendwie einem Trockner oder so. Machen wir zu hier. Den suche ich eigentlich. Wo ist der nur? Ich dachte, der war im Keller gewesen. So, hier positionieren wir jetzt definitiv die nächste Kerze. So, mal sehen. Ja, ja, ja. Ist mir bewusst. Nein. Nein. Hinstellen. Anzünden. Links aufheben, rechts. Ich will es nicht aufheben, hinstellen. Ja. Ach, ist das schön schwer wieder. Die Steuerung, ey. Ah, okay. Wir haben sogar Licht. Waren wir hier schon mal?
dunkel wie in irgendeinem Popo. Ah. Okay, ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Ich glaube aber nicht. Ist natürlich trotzdem nicht der Raum, den ich gesucht habe, ne? Ach! Okay, alles klar, ich weiß, wo sind wir, sind im Kreis gerannt. Wir sind wieder hier. Muss ich jetzt daraus logisch schließen? Oh, stimmt, schön, Toilette. So, die Tür steht leider vor dem Weg. Ich wollte sagen, muss ich logisch jetzt daraus schließen, dass ich quasi immer noch im Kreis renne hier unten, ja? Ich dachte, hier war eigentlich dieser komische Vorratsraum, aber... Mir offenbar gehört. Hier ist zu. Der Witz ist, das Spiel profitiert trotz allem von der Atmosphäre, wenn man hier einfach nur in der Irre rumrennt. Und das finde ich ist irgendwie, ja, weiß nicht, beeindruckend. So. Ich muss mal kurz in mich gehen. Kleinen Moment. Ist das eine Tür? Nee, ist eine Jalousie, alles klar. Ich dachte, ich bin von dem Raum früher mal hier hingekommen. Aber hier gibt es ja nur die zwei, oder? Okay. Oh. Nee, glaube ich, war ich gerade eben noch nicht. Ist hier ein Lichtschalter, der funktioniert? Beantworten die Frage mit einer klaren Nein-Line. Okay. Ja, das ist der Wäscheraum, den ich gesucht habe. So, jetzt gucken wir, ob wir hier noch was anderes versteckt haben. Das finde ich allerdings ein bisschen schade. Irgendwie ist in den Schränken nie was drin. Also, so gut wie nie. Und ich bin auch ein bisschen zu blöd, die Tabletten zu verwenden, muss ich gestehen. Kann man das hier öffnen? Ja. Auch wieder nicht gerade intuitiv, aber... Ja, ist die ein Küchenpapier und Chlorrollen und so haben? Jo. Ah, Animation. Animation heißt immer, man ist irgendwie richtig. Boah, und man braucht ewig, um so ein Ding rauszuholen. Was? Ich habe nicht mal gesehen. Okay, gut. Ich habe jetzt halt den Schlüssel. Huch. Ach, bestimmt hat es jetzt so ein bisschen geruckelt, weil gespeichert wurde. Das klemmt, ja klar. Wenn wir den Stuhl nicht wegräumen, klemmt das. Das ist schon ziemlich logisch. Leute, gibt es jemanden, der echt so lange dafür braucht? Ich meine, selbst mit ergonomisch perfekter Bewegung. Na gut. Tada! Wo sind wir? Ah, ich glaube, das ist eins der Wohnzimmer, möchte ich ja schon sagen. Da. Gut. Ich dachte allerdings, hier gäbe es noch einen anderen Weg. Hm. Okay. Das Licht ist auch aus. Okay, noch kein Unterschied. Kleiner Moment, ist das unser Safe-Raum hier? Ich hoffe, der ist auch wirklich immer safe. Ach, der Fortschrittsraum, genau. Die beliebige Taste. Ich hoffe ja, dass ich hier irgendwo drinne jetzt mal meine anderen Sachen finde.
Also der Schrank sieht ja fast aus wie eine Tür. Okay. Mir ist schon wieder mal irgendwas entgangen. Da liegt der Kiefer. Gut, noch nicht. Okay. Wohl lassen wir offen. Dann weiß ich noch, wo ich am ehesten was finde. Oh, eine Kerze. Hab sie. So. Ich brauche den Garagenschlüssel. Wo ist denn der hin? Wo wart ihr denn beim ersten Mal? Na, Jacke? Eigentlich blöd, dass ich den wiederfinden muss. Hier brauche ich diesen Spiegel. Ah, okay. Aber ich muss noch kurz schauen. Garagenschlüssel. Den hatte man recht am Anfang doch gefunden. Ah, nee, Quatsch. Garagenschlüssel? Die habe ich doch. Kellerschlüssel habe ich nicht. Nicht mehr. Kannst du nicht einfach so öffnen? Okay, ich muss das manuell machen. So, jetzt wird's spannend. Wie ich den Gegenstand verwenden? Ich würde ja gerne wissen. Garage. Okay. Dann ist das der. Jetzt müssen wir wieder ins Menü gehen. Verwenden. Okay. Hallo Garage. Viele Kerzen haben wir. Eine, die will ich jetzt immer noch nicht verwenden. Hier hinten wird es wieder dunkel, aber das ist bestimmt nur ein Garagentor. Gucken wir mal rein. Oh, cool. Kann ich Auto fahren? Ja, nicht so ganz. Okay, was haben wir hier? Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Ansehen, aufrichten. Hä? Ach so. Alles klar, nee, jetzt hab ich's kapiert. Die Bierdose könnten wir nehmen. Also ich hätte jetzt ja eigentlich hier mal ein bisschen, in echt hätte ich rumgesucht, die Dinger aufgeklappt und so, aber... Ja, offenbar kann ich nichts machen. Gut. Wenn ich in die Dunkelheit gehe, fotografieren wir, was da sehen gibt. Offenbar nicht. So, Haufen Werkzeug. Was konnte ich jetzt untersuchen? Es stand ja gerade für einen kurzen Moment untersuchen da. Achso. Vielleicht war es das. Echt, das kann ich lagern? Achso. Ich dachte mein Inventar lagern, okay. Ja, ich weiß nicht, was ich hiervon brauchen könnte. Und mitnehmen kann ich es offenbar nicht. Ich per Zufall hier alles durchklicke. Ey, kommt Leute, so weit stehe ich doch nicht im Dunkeln. Wo soll die Lampe da etwa aus sein? Also Unterschied macht's nicht. Ja, ich gehe schon zurück. Müssen uns halt mal hier schnell umschauen. Nix. Nix. Ja.
Ach, ein bisschen frustrierend. Und dann kann man es nicht mehr öffnen. Gut, ich würde sagen, dann sprinten wir mal da ganz geflissen hoch. Sprinten in dem Spiel. Das ist so geil. Eigentlich ist das ein Wortspiel. Ich glaube schon, dass das so ein Tablett ist. Mein Gehirn ist ganz grau da hinten geworden. So. Wo ist die Kamera hin? Ach, Feuerzeug. Aber ich hatte doch zwei. Na, Steuerung halt. Ich glaube, mit so einer Glühbirne. Wir haben nur schwer einzuschätzen, was man hier brauchen kann, ne? Könnt ihr zum Beispiel die Glühbirne mal direkt austauschen? Ist das der Lichtschalter? Ja, aber da kommt man nicht ran. Okay, ich habe schon verstanden, ich soll nicht leider rumstehen. Ach. So, verwenden wir. Ja, gut. Jetzt bin ich einmal im Kreis gegangen, aber nicht weitergekommen. Bist du einen Schlüssel mit einem kleinen Spiegel dran noch? Den haben wir nämlich auch noch nicht. Hier für das Zimmer. Das Logischste wäre ja, wenn wir den hier im Keller gefunden hätten. Aber da war ja nichts. Kann ich hier mal eine Birne reparieren? Habe jetzt ja genügend. Klar kann ich das, aber. Die Lampe funktioniert. Okay. Dann müsst ihr mir aber sagen, wo der Lichtschalter ist. Warum ist die Kamera jetzt im Lagerraum verstaut? Okay, ich behaupte mal, ich brauche die nicht. Sonst wäre es ein bisschen unfair, das zu machen. Dann packen wir uns das mal hier hin, ich weiß nicht. Vielleicht ist das, was wir am ehesten noch brauchen. Oh. Mit diesem Gegenstand beginnt ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen. Ist okay. Ja. Wir haben den Schluss mit dem kleinen Spiegel. Ich glaube, jetzt geht's los mit. Ah, Dolores. Ein seltsamer Traum. Das kann alles und nichts bedeuten. Aber hier hätten sie ruhig machen können, dass das Spiel überprüft. Habe ich das Inventar? Ja, okay, dann darfst du weiter. Okay. So, wichtigen Gegenstand verwenden. Okay, was haben wir hier? Eine Art Galerie.
Erstmal machen wir uns alle Wege frei. Hä? Warum darf ich nicht? Achso. Ich muss erstmal hin und her gehen. Jetzt haben sie entfernt. Es gibt anscheinend keine anderen Türen, die ich damit öffnen kann. Okay, die Lichter sind aus. Ich hab's Gefühl, eine Kerze wäre hier ganz gut. Wenn das hier irgendwie ein Hauptraum ist, sage ich mal, für das nächste Kapitel. Hey, da ist eindeutig eine Abstellfläche. Och, ihr seid doch gemein. Dann zeichnet sie doch nicht ein. Okay, kann man irgendwas mit diesem Laken hier machen? Ein Spiegel. Okay. So, bereitet euch darauf vor, dass ich gleich schreie. Buck. Er ist weg. Ich wusste, warum ich hier eine Kerze aufstellen wollte. Und ihr wusst... Ach, jetzt darf ich. Jetzt... Ach, ist wieder irgendwo auf den Boden gefallen? Ja. Hä? Gerade eben durfte ich noch. Mag sein. Oh, die Steuerung ist so grottig, ey. Ja, kann ich den irgendwie auf jeden Fall nicht ablegen? Ich kann sie irgendwie nicht aufstellen, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, der Spiegel ist gerade verschwunden. Das Laken ist neu. Das war vorher nicht hier. Okay, Schockmoment. Okay, ich verstehe schon, soll da hoch. Na gut. Es ist nicht so, dass wir viele Alternativen hätten, ne? Ich habe das Gefühl, wir sterben allerdings gleich. Das kann schon schief gehen. Gemein ist, wenn wir gerade jetzt bei mir im Raum Geräusche kommen. Ah, das ist geil. Laken kommen. Spiegel. Und dann Dachboden. Oh, fuck. Wie gesagt. Der Spiegel scheint dir ein anderes Zimmer im Haus zu zeigen. Ein Stuhl mit einer Wippe. Ein Wippstuhl. Der Griff ist aus Reichweite. Ja, dann stell den Stuhl hin. Es steht ja hier genug rum. Oh, und die Tür. Will nicht, dass ich reingehe. Das ist das Kinderzimmer. Ja, wenn die Flasche leer ist, dann kann man sie fallen lassen. Schaukelstuhl war doch auf der Etage hier.
Scheiße. Da läuft was lang. Keine Panik, Leute. Ach so, Moment, ich spiele ja, verdammt. Ich will was knacken. Gedankenpillen. Telefon. Boah, verwirrend. Aber was ist denn der Weg zum Kinderzimmer? Das ist doch nicht richtig, oder? Oh, ein Feuerzeug irgendwann mal fallen gelassen hier. Können wir gut gebrauchen. Ja, der Geist führte mich hierher. Und ich höre was knacken. Wie ein Schaukelstuhl, den wir am Fenster gesehen haben. Da. Okay, wir interagieren mal. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Dass sich irgendwas bewegt, aber wohin? Also wir brauchen was, um auf den Dachboden hochzukommen. Und um irgendwas an Gegenständen zu nehmen, sind wir zu blöd. Also so einen Stuhl hinzustellen, auf die Idee kommt unser Charakter ja nicht. Ich weiß nicht, würde man uns grundlos in den Raum führen hier? Stehe ich wieder im Dunkeln hier? Okay, nichts Besonderes. Ich versuche noch mal eine Kerze hinzustellen. Nein? Ja! Manchmal klappt es. Manchmal lässt er die Tabletten wieder fallen. So, jetzt aber mal ohne Witz. Was wollt ihr hier von mir? Ich meine, das Auffälligste ist diese Handtasche. Aber ich kann damit nichts machen. Wir haben nur bei uns einen Knacken. Okay, das kommt von dem Schaukelstuhl bestimmt, der da oben stehen soll, laut Spiegel. Aber wie kommen wir da hoch? Das ist ein Feueralarm. So, der Griff ist außer Reichweite. Das ist klar. Und wir können in die Garage. Wir finden in der Garage irgendwas vielleicht, um da hochzukommen? Ist das? Wir gehen mal runter in die Garage. Scheiße, wer bist du? Du hast mich echt erschreckt. Ich habe mit dir nicht gerechnet.
Hi. Sind wir Freunde? Ich glaube ja. Aber wovon er kein Freund ist, ist vom Licht. Oh, kriege ich das Licht nicht mehr an, oder wie? Gut, okay. So, er hat uns hier runtergeführt, glaube ich zumindest. Wie jetzt ich, was ein Auto drin ist? Ich hätte ja gedacht, wir bräuchten was von dem Werkdingsbums. Eine Werkbank. Oder Schrank, Werkzeug, Wand. Ihr Auto sieht jetzt nichts verändert aus für mich. Ist auch bloß wieder eine Bierdose. Ich würde auf jeden Fall Alkoholprobleme. Brauchst Garagenschlüssel. Habe ich das Ding von uns übersehen? Muss ja, ne? Okay, das ist die letzte Garagenschlüsseltür, okay. Hier sind ein Haufen Dinge, mit denen ich in der Lage wäre, eigentlich da oben aufzumachen. Oh, zappenduster ist's hier. Ja, okay, ich weiß, wir sollen nicht so lange dunkel bleiben. Deswegen gehe ich ins Hell, nehme mir eine Kerze hier hin. Nach rechts, wenn ich mich täusche. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier was Tolles finden. Scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Ja, da brauchen wir aber irgendwo einen Lichtschalter. Was haben wir hier? Comic-Heft. Ah, die Nachbarn an der Seite, okay. Mein Feuerzeug ist fast leer, okay. Der Kettensäge, ich habe eine Idee, wie ich die loswerde, die Alte. Nee, das ist ein bisschen hart. Okay. Links fallen lassen. Okay. So, ich habe das aber auch lieber rechts, muss ich gestehen. Dann sehe ich mehr. Verklicke ich mich nicht so schnell. Oh. Gut. Du brauchst Kellerschlüssel. Ist das der, den ich im Inventar habe? Ich hoffe. Ja. Und das ist auch die letzte Tür. Ah, da kommen wir hier raus. Das kann ich mir nie alles merken, Leute. So, nichtsdestotrotz, der hat uns jetzt in Richtung Garage geführt. Brauchen irgendwas, damit wir hochkommen. Okay, ich kann den auf und zu machen.
Aber wenn ich was Wichtiges hätte, dann würde das höchstwahrscheinlich in mein Inventar ja direkt gelegt werden. Ist ja meistens so bei dem Spiel hier. Ja, das gilt, die Lampe funktioniert ja irgendwie nicht, weil der wird mir trotzdem wahnsinnig, warum auch immer. Okay, wir rennen jetzt mal wieder hoch. Ist noch eine Leiter hier. Kann ich die nicht nehmen? Ein kluger Mensch wird die Leiter nehmen. Eigentlich wird sogar ein doofer Mensch die Leiter nehmen. Jeder wird die Leiter nehmen. Hey, noch ein Feuerzeug, cool. So. Hier ist noch eine Leiter. Ich habe haufenweise Leitern. Da ist er wieder. Ach Mann, hör auf, alles immer blitzen zu lassen. Hä? Was war das? Woher kam das? Huch! Das war doch vorher nicht da, oder? Oh, nicht gerade hübsch. Jumpscare? Ah, okay, damit komme ich dann hoch. Okay. Ein Haken mit Griff. Oh, wie toll. Das wollte ich schon immer. So. Ja, bin ja eigentlich zufrieden. Irgendwer mag den Mann dort nicht. Gut. Ich denke, das ist ein guter Moment, um aufzuhören. Mal sehen, ob das Spiel mich lässt. Nein, das sehe ich nicht hier, sondern hier. Ha, ich kann Spiel speichern. Diesmal darf ich also zu dem Zeitpunkt. Okay, ich glaube, da sind wir tatsächlich mal ein bisschen weitergekommen. Ja, das nächste Mal werden wir uns dann auf den Dachboden hochwagen. Klingt nach einer super Idee. Bis dahin sage ich, hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!